Heyo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video meiner kleinen Häuserreihe zum College of Wizardry Nibelungen. Und ja, willkommen beim zweiten Haus, und zwar Haus Flamel. Ich werde es jetzt einfach Flamel nennen, weil ich die Aussprache am schönsten finde. Gut, Haus Flamel. Gründer ist Pernell Flamel, nicht Nicolas Flamel. Ich komme gleich darauf, warum das so ist. Das Symbol ist ein Einhorn. Das Zeichen der Unsterblichkeit, beziehungsweise das Symbol der Unsterblichkeit. Die Farben sind weiß und silber und die Attribute Fleiß und Verschwiegenheit. Und das Wappen sieht so aus. Finde ich wunderschön, gefällt mir unheimlich gut, aber ich mag auch Einhörner wahrscheinlich deswegen. Ich mag allgemein irgendwie, ich werde wahrscheinlich so ein bisschen von diesen Wappen schwärmen und von den Häusern allgemein, weil ich die Ideen dahinter einfach unfassbar gut finde. Kommen wir zur Geschichte der Gründerin. Pernell Flamel ist Ehefrau von Nicolas Flamel und eine begnadete Alchemistin und Magierin. Bekannt ist sie mehr oder weniger für ihre Suche nach der Unsterblichkeit. Ihre Forschungen zum Stein der Weisen und zur Transmutation von Metallen hat sie in vielen, vielen Grimoiren festgehalten, die allerdings fälschlicherweise ihrem Ehemann Nicholas zugeschrieben wurden, was allerdings die Dame begünstigt hat sozusagen. Sie hat diese Gerüchte noch geschürt, da sie in einer Zeit aufgewachsen ist, in der es nicht so günstig war, wenn Frauen großes Wissen hatten, beziehungsweise sich mit solchen Dingen auseinandergesetzt haben. Ja, da konnte es für die Frauen auch schon mal gefährlich werden, wenn sie mit zu viel Wissen um sich geschmissen haben und sie wurden als Hexen verbrannt. Es war allgemein in dieser Zeit nicht gerne gesehen, wenn Frauen gebildet waren. Deshalb hat sie diese Gerüchte tatsächlich noch geschürt, hat aber trotzdem weiter im Verborgenen ihre Forschungen geführt. Nicholas selbst ist eher ein Philosoph und Schreiber gewesen und hat seine Frau natürlich bei ihren Forschungen unterstützt. In erster Linie, indem er das Ganze mehr oder weniger in seinem Namen veröffentlicht hat. Deshalb sind Heimlichkeit und Verschwiegenheit tatsächlich sehr große Attribute im Haus Flamel. Allerdings auch der Fleiß, wie ich ja schon erwähnt habe. Diese Verschwiegenheit und heimlichtuerische Art der Flamel-Studierenden bzw. des Hauses allgemein führt dazu, dass sie oft unterkühlt und abweisend wirken. Aber in ihrem Haus selbst bilden sie schon eine sehr feste Einheit, sage ich mal. Durch den Fleiß, den das Haus auch so sehr schätzt, bringt es neben dem Haus Faust auch eine sehr hohe Zahl an sehr guten bzw. auch den besten Studierenden hervor. Allerdings nicht so auf einem Konkurrenzlevel, wie es das Haus Faust tatsächlich macht. Diese Geheimhaltung und Verschwiegenheit bezieht sich nicht nur auf das Wissen tatsächlich, sondern auch auf ihr Handeln. Sie agieren oft im Verborgenen und lassen ihr Umfeld bzw. die anderen Studierenden und alle, die sich so um sie herum versammeln, eher im Dunkeln stehen, was ihre Absichten betrifft. Was vielleicht auch von anderen Studierenden nicht immer so positiv aufgefasst wird. Wäre es zumindest von mir nicht, wenn ich ein anderer Studierender wäre. Geheimnisse allgemein sind in diesem Haus ein sehr wertvolles Gut und damit wird teilweise auch gehandelt. Das darf man wörtlich nehmen, denn tatsächlich ist im Haus Flamel ein Geheimnis sowas wie eine Art Währung. Ja? War auch etwas perplex, als ich das gelesen habe. Aber wer weiß, sag mir dein Geheimnis und ich sag dir meins und wir sind quitt. Sehr interessante Infos auf jeden Fall. Geht aber noch weiter. Neben den Geheimnissen hat man im Haus Flamel eine Vorliebe für das Anmutige, das Edle, das Reine und vor allem das Zeitlose, was natürlich auch aus diesem Streben nach Unsterblichkeit quasi hervorgeht. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Dieses Streben nach Unsterblichkeit ist natürlich wegen der Gründerin auch selber und der Geschichte des Hauses sehr tief im Haus verankert und auch in den Köpfen der Studierenden. Es ist ein hohes Ziel dieses Hauses und dafür ist kein Weg zu weit, kein Mittel zu rabiat und kein Wissen zu verboten, um tatsächlich zu diesem Ziel zu gelangen. Wie man sich denken kann, sorgt das natürlich auch dafür, dass der ein oder andere einen etwas anderen Pfad einschlägt, der vielleicht nicht unbedingt mehr im Bereich des Moralischen bzw. Erlaubten liegt.
Die Verschwiegenheit kommt den Studierenden des Flamel jedoch hier wieder zugute, denn dadurch können sie sich öfter dann doch disziplinarischen Maßnahmen entziehen. Abschließend sei jedoch gesagt, dass das Haus neben einer großen Anzahl an wirklich guten Studierenden auch eine sehr große Anzahl, eigentlich mit die größte Anzahl der Studierenden hervorbringt, die einen dunklen Pfad einschlagen. So viel also zum Haus Flamel. Ich hoffe, ich kann euch das wirklich halbwegs plausibel erklären. Ich habe immer versucht, die Texte zu den Häusern immer so ein bisschen zusammenzufassen und euch die Quintessenz der Hausinfo hier in so einem kurzen Video zusammenzufassen. Dadurch, dass ich das aber, ich kann nicht alle Hausgeschichten auswendig. Das heißt, ich lese vieles ab und versuche es ein bisschen auswendig aufzusagen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen in den Stocken gerät. Ich hoffe, wie gesagt, dass es einigermaßen verständlich rüberkommt. Und ja, Haus Flamel ist tatsächlich das, an dem ich am wenigsten Interesse habe. Einfach wegen diesem verkorksten Streben nach Unsterblichkeit. Das erinnert mich so ein bisschen an Voldemort und an, ja, die dunklen Pfade. So rein und hell die Farben und das Symbol dieses Hauses ist, so dunkel ist tatsächlich seine Geschichte und das erschreckt mich ein bisschen. Ich bin sehr interessiert an der Alchemie tatsächlich. Ich finde, das ist ein unfassbar interessantes Interessengebiet, aber ich glaube, das wäre dann doch eher nicht so meins. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall das, wo ich tatsächlich am wenigsten Interesse dran habe. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr das denkt. Hättet ihr da Interesse dran? Wäre das so ein Haus für euch? Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns sehen wir uns im nächsten Video wieder. Da wird es dann um das Haus Grimm gehen. Es wird spannend. Bis dahin. Ciao.